Was geht, meine Freunde? Hier ist wieder Alium. Herzlich willkommen zu einer neuen Free-to-Play-Serie, einer neuen Folge der Free-to-Play-Serie. Wir sind ein bisschen weitergekommen, wir haben hart gegrindet. Ich glaube, wir sind jetzt Tag 17 oder sowas. Ich weiß es gerade nicht genau, aber das werden wir jetzt gleich sehen. Schaut mal, was wir haben. Fusion hat gestartet. Wir gucken, was wir so gemacht haben. Also, bis gleich. So, und tatsächlich sind wir schon bei Tag 18. Ich habe heute den Ancient eingesammelt. Den sparen wir uns natürlich auch auf. Für das 10-fach-Event von der Fusion, denn wir haben gesagt, wir machen die Fusion auf diesem Account, ne? Hornding, wie auch immer. Ihr seht, ich habe noch keinen Champion. Ich bin kurz davor, den ersten jetzt zu bekommen. Wir sind hier fleißig und härtest am Grinden. Geben hier Vollgas. Wir wollen natürlich die Fusion haben. Wenn wir im Drache gucken, wir brauchen 1300 Punkte. Wir sind aktuell bei 889. Das habe ich jetzt am ersten Tag, habe ich 700 Punkte oder sowas gemacht. Habe mir natürlich vom Vortag Energie aufgehoben, solche Geschichten. Ja, die ganzen Leute geben hier natürlich auch Gas. Wir gehen nur auf die 1300 Punkte. Ich möchte keine unnötige Energie verbrauchen. Ich werde stattdessen dann, wenn ich die 1300 Punkte habe und noch nichts Neues ansteht, werde ich natürlich weiter Champions leveln, Champions gieren, werde mich um solche Geschichten kümmern, damit wir natürlich so viel Reserven für die anderen Events haben. Ja, jo, dann kommt am Wochenende ja das 10-fach, nicht das 10-fach, sondern das 2-fach Sacred. Ich hoffe natürlich, dass wir da einen Leggy bekommen, der uns weiterhelfen kann. Aber was auch geil wäre, wäre vielleicht sogar eine der Epics von der Fusion. Würde natürlich alles viel, viel einfacher machen, aber wir werden es einfach sehen. Und jetzt hier auch Dungeon Taucher, ne? Wir sind jetzt kurz davor, wir sind bei 811 Punkten, ne? Und wir brauchen 1300 Punkte auch hier für Odashi. Deswegen ist es ganz easy. Die Punkte sind bei den Turnieren, also bei den Ereignissen nicht, aber bei den Turnieren weniger für solche kleinen Accounts. Und hier Artefakt-Event habe ich heute ein bisschen was gemacht. Ich werde jetzt dann noch entweder Assassine oder Hammer gieren und dann werden wir natürlich diese Punkte auch haben. Vielleicht gehe ich auf die 4000 hoch, ich glaube aber eher weniger, weil die 2000 mich jetzt schon gut gekostet haben und ihr wisst, ein kleiner Free-to-Play-Account bekommt nicht Unmengen an Ressourcen, deswegen glaube ich, lasse ich es hierbei und gut ist. Wenn wir noch ein bisschen was gieren oder ein bisschen was upgraden, hole ich mir die Dias noch, das war's. Aber wir haben zwei Artefakt-Events und ja, solche Fusionen sind ja immer härter. In der Zwischenzeit muss ich natürlich auch noch Tränke farmen, was ja immer der größte Roadblock für solche Accounts sind. Da mache ich mal kurz aus, damit wir weiter gucken können. Arbiter, ihr seht es auch hier, wir haben jetzt auf 37 Stufe 2 hochgeknallt. Grinden da jetzt schön. Ich habe hier gerade im Eiskohlen Pause gemacht, weil ich gesagt habe, okay, ich baller gerade alles in den Drachen. Wenn ich mit dem Drachen fertig bin, mache ich weiter Champions und sammle Ports natürlich. Deswegen gucken wir mal, wie das weitergeht. Und da kommt ja bald ein Eiskohlen-Event. Mit dem Eiskohlen-Event werden dann hier weitermachen. Und so werden wir natürlich auch hier weiterkommen. Ja, blöd ist halt, dass wir dann hier wieder um Drache brauchen, um weiterzukommen, den wir ja aktuell farmen, aber Gott, so ist es halt nun mal. Ich möchte quasi jetzt nicht unnötige Ressourcen ausgeben, es wäre nicht wirklich viel, natürlich, aber auch hier, ich muss halt eben 10 große Tränke gewinnen, ne? Das kann dann schon mal 20 Runs oder mehr brauchen. Wäre natürlich super viel Energie, aber da gucken wir mal, ob ich es vielleicht die Tage nebenbei mache. Wir haben ja auch noch 713 Gems, ja, deswegen, da kann ich auch ein bisschen Energie holen. Hier machen wir gemütlich weiter, ne? In 2 Tagen bekommen wir dann wieder einen Ancient Shard, den werde ich mir fürs Wochenende drauf, quasi für die 2. Woche der Fusion aufheben. Da ist nämlich ein 10-fach-Event und da brauchen wir Splitter, deswegen hebe ich gerade alle auf. Da kriegen wir bis dahin noch 2 Stück höchstwahrscheinlich. 12 Tage, ich glaube nicht. Ja doch, könnte hinhauen, könnte vielleicht mit ganz viel Glück hinhauen, dass wir genau zu dem Wochenende diese hier auch bekommen, was natürlich sehr nice wäre, weil wir dann halt weitermachen können. Ich kann aktuell diese Quest hier nicht machen mit den Silberschlüsseln und auch sowas wie Fraktionsboss. Wenn halt die Fraktion schlecht fällt, ist es halt einfach so. Das ist aber nicht weiter schlimm. Eine Herausforderung habe ich auch nur so weit weitergemacht, wie es halt gerade geht. Ne? Hier muss ich halt Rang 5er machen. Hier muss ich dann einen Support oder einen LP-Champion halt mal hochknallen und dem Gear geben. Und hier machen wir auch gemütlich. Ich schaue natürlich, dass ich das hier vielleicht schaffe, bis wir im 10-fach-Event sind, damit ich einfach mehr Splitter habe, um mehr Champions zu beschwören. Nächstes Wochenende habe ich 2 goldene Splitter, wie ihr hier sehen könnt. Und die hebe ich mir natürlich weiter auf. Ich mache mal kurz die Kamera wieder an. Die 2 goldenen benutze ich jetzt das Wochenende, was jetzt kommt. Die antiken. Und deswegen hebe ich auch gerade alle mysteriösen auf, damit ich eben so viele
Splitter wie möglich für das 10-fach-Event habe, damit ich dort die Punkte für das Event bekomme. Jetzt wird es ja ein Champion-Jagd sein zu dem heiligen Event. Das heißt, wir haben dann einfach, ihr müsst halt Champions bekommen. Für Legis kriegt ihr 500 Punkte, für Void Legis 650 Punkte, für Rares 250, für Epics 250, für die Void Epics bekommt ihr 350 Punkte und. Aber es wird halt ein zweifach Heiliges sein. Das heißt, selbst wenn ich da jetzt vielleicht 500 oder glücklich bin und eine Leggy bekomme, dann kriegen wir 750 Punkte. Ich werde noch gucken, dass ich jetzt dann in der Kampagne hier noch was zusammenfarm. Also eine habe ich schon. Ich brauche eigentlich nur noch ein Medium. Die kann ich jetzt erstmal auch verfüttern. Und dann nehme ich noch eine zweite War Maiden. Dann mache ich den Reliktbewahrer, ziehe die alle hoch. Das einzige Problem ist, das kostet mich auch alles Aufwertungen. Das ist einfach das Problem, weil wir sowieso, ja, uns mangelt es einfach an so auf so einem kleinen Account an solchen Geschichten. Hier genauso, also das würde auch nicht viel mehr bringen, weil ich da auch Pots benutzen muss. Deswegen, wir werden mal gucken, wie weit ich das mache und ob ich das wirklich durchziehe, wie ich es gesagt habe. Weil es halt einfach zu viele Tränke erfordert und ich habe ja in dem Fusion Planner, den kann ich oben mit verlinken, gezeigt, wie viele Tränke ihr auch braucht, um die Fusion zu schaffen. Und das ist natürlich schlecht, ne? Auf so einem kleinen Account die dann zusammen zu farmen. Werde ich mir jetzt die Tage nochmal angucken. Ich hoffe, das wird kein Blocker sein, dass ich die Fusion nicht schaffe, aber ich glaube eher weniger. Also wie gesagt, ein paar Gems sind noch da für Energie. Ja, aktuell farme ich Drache. Es klappt noch nicht safe auf der 13. Ich habe es mal geschafft, aber seitdem läuft es nicht mehr so wirklich gut. Ich weiß nicht genau, was los ist. Ich farme aktuell die ganze Zeit die 12, was auch super funktioniert. Muss ich ehrlich sagen, kann mich nicht beklagen. Ja, und sonst habe ich eigentlich nichts weitergemacht. Ich habe mal, ich glaube, im Eisgolem geguckt, genau wie weit ich komme. Aktuell ist 11 ganz gut, weiter habe ich auch nicht gemacht. Muss ich ehrlich sagen. Ist eigentlich witzig, weil ich weiter, bestimmt weiterkommen könnte. Feuerritter habe ich auch nicht wirklich weitergemacht. In der Spinne habe ich auch nur ein bisschen, ne, ich glaube, wir waren letztes Mal schon bei 4. Aber ich habe dafür Minotaurus ein bisschen weiter geguckt, wie weit ich komme. Aktuell geht die 11, aber da hatte ich auch mein Gaelic, glaube ich, noch nicht Rang 6 und sowas. Deswegen können wir gucken, vielleicht geht jetzt sogar die 12, was natürlich richtig cool wäre. Ich habe jetzt auch eine Reliquie, die ich ja hochgezogen habe. Ansonsten, Tränke Dungeons ist auch alles beim Alten geblieben erstmal. Ne? Kampagne fahren wir nach wie vor. Brutal 12-3 mit unserem Gaelic alleine. Fraktion mache ich alles weiter mit den Meilensteinen. Ja, ihr seht das. Ja, deswegen, also an sich, ich habe jetzt auch keine Energie mehr, um euch Drache zu zeigen, das ist natürlich schade und Faction Wars, ja, da mache ich einfach, was so da ist. Arena tatsächlich, jetzt habe ich wieder ein bisschen Schläge bekommen und wir waren jetzt nämlich, also jetzt sogar erst kurz, bevor ich das Video angefangen habe aufzunehmen, denn wir waren jetzt wieder in Gold, ich bin tatsächlich in Gold 1 schon gekommen, schon des Öfteren. Und das ist ganz lustig, also es ist immer so ein Hoch und Runter. Das ist aktuell immer noch meine Defense, wie sie vorher auch war. Ihr seht es hier, Niederlage, Niederlage. Und ja, das sind die zwei Niederlagen, die jetzt dazu geführt haben, dass ich eben in Silber komme. Und ja, also ich habe in Gold jetzt auch keinen Kampf gemacht, aber hier seht ihr es. Nee, das ist der, die Punkte von ihm waren. Das kann man gerade irgendwo, kann man wirklich nicht nachgucken, leider. Aber wir waren jetzt tatsächlich in Gold drinnen. Ich live im Stream, glaube ich, haben die Leute es auch schon gesehen. Somit hätten wir quasi das Challenge-Ziel erreicht. Ne? Was aber jetzt nicht bedeutet, dass wir die Challenge aufhören. Wir werden jetzt einfach mal weiterspielen. Ich überlege mir in der Zwischenzeit noch ein neues Ziel, was wir jetzt wirklich machen, wie es da weitergeht und dann gucken wir mal. Aktuell, Clan Boss hat sich jetzt natürlich super verändert. Ihr seht es hier unten natürlich nicht. Wir haben jetzt 3,13, also immer so an die 3 Millionen Damage mache ich gerade auf normal. Und mit einem Key mache ich hier ungefähr zwischen 2 und 2,5 Millionen. Was bedeutet, ich mache hier auch die zwei Keys auf normal. Und dann kann ich immer eine noch auf schwer hauen. Und auf schwer braucht man halt 11,6 Millionen. Wir machen gerade so ungefähr 2 Millionen pro Key. Das heißt, es reicht noch nicht mit 4 Keys das Maximum zu erreichen und deswegen mache ich es auch nicht. Aber wir arbeiten gerade darauf hin. Na, ich habe jetzt auch meine War Maiden hochgeballert. Wir haben jetzt eine Reliquie bekommen. Ich habe einen Hammer bekommen. Der hilft natürlich auch super weiter mit seinem Attack Down. Ja, und Doom Tower läuft wie folgt. Ich habe Stage, Kamera wieder an, ich habe Stage 1 geschafft. Ne? Stage 1 ist ein großes Ding. Ich würde gerne ein bisschen weiterkommen, weil so ein Chicken und ein paar Diamanten, die sind natürlich mega nice. Jetzt schauen wir mal, wie es mit der Reliquie läuft. Mal ganz ehrlich, wir können einfach mal einen Testrun machen. Wo ist die gute? Weil ich ihr, wie gesagt, Gear gegeben habe und drauf geguckt habe, dass sie ein bisschen Defense-Werte und alles bekommt. Habe das Gear sogar auf 16 hochgeknallt und so.
Ja, sie braucht halt einfach noch ihre Level und ihren Rang. Bücher hat sie auch noch keine, Masteries auch noch keine. Gaelic ist nach wie vor der Einzige, der Masteries hat. Und ja, jetzt schauen wir mal. Ne? Ihr seht es auch hier, Gaelic ist der Einzige, der dann wirklich auch Damage macht und für den Damage hier zuständig ist im Team. Und der Rest ist, ja, die Diabolistin muss ich unbedingt auf Rang 4 packen und mal am Gear arbeiten, weil die ist eine Glaskanone und ihr habt es gesehen, die kippt einfach instant um. Warmaiden macht an sich vernünftigen Damage, muss ich ehrlich sagen. Nicht so viel, klar, wie der Kayle. Aber trotzdem wäre vernünftig. Und das sieht schon mal besser aus. Ich habe es vorher, glaube ich, nicht in diese Wave geschafft, in die zweite. Oder zumindest nicht an der zweiten vorbei. Wir werden es jetzt einfach gleich sehen, ob es klappt oder nicht. Aber ich glaube, allein dadurch, dass jetzt das Artefakt-Event ist und der Drache und ich neues Gear ranbekomme, ich habe es mir auch noch nicht angeguckt, was ich alles schon erfarmt habe, kann es tatsächlich sein, dass wir jetzt Fortschritte machen auf dem Account und es natürlich vorangeht. Jetzt müssen wir mal gucken, ob der Gaelic auch mal wieder drankommt, weil der ist ja permanent gefreezed. Na, endlich. Ja, und dann ballert er natürlich halt auch gleich die Wave runter, vor allem, weil die alle weil die alle Defense Down von der War Maiden drauf hatten. Ich hoffe, die kriegt nochmal einen Defense Down durch. Ich glaube, ein oder zwei Runden Cooldown hat sie noch. Das wird knapp mit den ganzen Giften. Oh, sie hat ihn nochmal durchbekommen und jetzt ist Gaelic dann mit seinem Nuke dran, wenn ich mich nicht täusche. Nein, vor allem gerade auch nicht mal ein Rundmeter. Oh. Kommt der nochmal? Yes. Jetzt haben wir uns geheilt, aber keiner ist umgefallen. Okay, einer ist schon mal weg. Der zweite ist weg. Okay. Jetzt hat er wieder seinen Nuke ready. Bam. Yes. Oh. Und Leute, ihr seht es hier: Doom Tower Stage 2, 2 Dreier Chicken. War ein knappes Ding. Ja, also ich glaube, erstmal geht es auch nicht weiter. Das werde ich natürlich so noch testen. So sieht es erstmal aus. Ne? Hier immer noch alles. Wir haben die Mine, habe ich euch ja schon gezeigt gehabt. Ne? Ist voll upgegradet. Ja, so sieht es aus. Also nichts Weltbewegendes jetzt erstmal. Jetzt steht die Fusion an. Wir versuchen sie zu bekommen. Ich hoffe natürlich, dass wir sie bekommen, weil ein Account, der halt 2 bis 3 Wochen alt ist, eine Fusion zu schaffen, das wäre natürlich crazy. Das einzige Bedenken sind wirklich die Pots, weil ihr habt es jetzt gesehen, im Drache bin ich fast durch. Und das nach 2 Tagen und ich habe noch einen Tag und 18 Stunden. Wenn ich ganz viel Glück habe, komme ich heute auf 1000. Boah, wie viel komme ich denn heute? Weil ich habe noch ein bisschen Energie rumliegen. 1100. Wenn ich Gems jetzt schon ausgebe, komme ich auf 1300 schon. Dann bin ich schon durch. Mehr will ich wirklich nicht machen und dann gehe ich, glaube ich, Tränke sammeln. Guck mal, wie ich da vorankomme. Jetzt, wo wir Reliquie haben, kann ich vielleicht auch ein bisschen weiter pushen. Ich warte natürlich auf das Training-Event, um dort natürlich dann Champions abzugraden. Vielleicht Reliquie auch auf 5 zu machen. Vielleicht die Diabolistin auch mal auf Rang 5 zu hauen. Oder den Hammer tatsächlich mitzunehmen, weil ich dann einen Attack-Down habe, einen großen. Das werden wir einfach dann gucken. Da muss ich einfach wirklich entscheiden, wie ich das jetzt handhabe auf dem Account. Aber sonst, ja, ich mache hier immer schön fleißig mein Zeug. Ich hebe mir immer so 5 bis 10 auf. Damit wir, ja, das seht ihr, damit wir, falls eine Quest kommt, damit ich da was übrig habe. Und ansonsten grind, 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 mehr nicht. Splitter jetzt aufheben für die Fusion natürlich. Ich habe ja echt gute Rares gezogen, tatsächlich. Eine Reliquie, einen eisernen Hammer und die Assassine auch, die für den Feuerritter natürlich Bombe ist. Wo ist sie denn genau? Die ist schon auf Rang 4. Den werde ich für den Magie-Dungeon, habe ich ja gesagt, aufheben. Wir haben jetzt auch einen Berserker bekommen, den kann ich aufheben. Und tatsächlich ist der Gesalbte auch nicht verkehrt. Der hat hier Dreifach-Hitter mit Freeze, Double-Hitter mit Buffs klauen. Ist zwar nur ein Buff, aber trotzdem. Und er hat hier natürlich Rundmeter von den Verbündeten füllen plus Crit-Quote-Steigerer. Das finde ich natürlich super geil. Klar, 4 Runden Cooldown. Aber ich glaube, das kann mir auch ein bisschen was weiterhelfen. Also auf Rang 4 hauen wir den auf jeden Fall auch. Ja, dann sind natürlich Hammer und Reliquie stehen auf der Liste. Jizzo ist eigentlich auch nicht zu unterschätzen. Ja, ihr seht noch alles. Genauso wie Medium und der Schildwächter. Aber Jizzo ist eigentlich auch nicht zu unterschätzen. Ein 2-Hitter hier, dann hat er hier einen Schild-Gegenangriff auf einen Verbündeten. Dann hat er einen Angriff mit einem Provoke und verleiht sich selbst Dauerheilungsbuff. Und Angriff von allen Verbündeten in allen Schlachten ist eigentlich auch nicht verkehrt. Für die Arena natürlich auch top, dieser Champion. Werden einfach gucken, wie ich das da genau mache. Ich habe ja auch einen Haru Specs gezogen. Ne? Der hat ja natürlich auch ein Wiederbeleben. Der hat hier auch einen Rundmeterfüller plus Speed Booster, also quasi ein Mini-Apotheker.
Da werde ich einfach gucken und muss mich dann am Ende entscheiden, was ich auch auf 50 ziehe oder höher und auch behalte. Aber das nächste Ziel sind Reliquie und der Hammer auf Rang 5 und die Diabolistin auf Rang 6. Und dann auf Rang 4. Und dann gucke ich mal, wie ich da so weiterkomme. Arminger ist schon auf Rang 5. Die Assassine will ich auch auf Rang 5 ballern. Ja, gerade 1000 Baustellen, aber das ist normal. Ich meine, der Account ist 17 Tage alt, da erwarte ich jetzt nicht viel. Ja, das war es erstmal soweit. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe vor allem, der Progress gefällt euch und ihr seht, wie weit man auch kommen kann. Ich mache es halt jetzt gerade ein bisschen langsamer, ne? Aber ich gesagt, ich arbeite jetzt nur noch tagsüber, bin da abends dann zu Hause, baller abends meine Ressourcen erst raus und laufe quasi den ganzen Tag voll. Ich schaue, dass ich vor der Arbeit immer, also wirklich, ne? Alles für den Content. Ich bin früh online eine halbe Stunde, farm hier Ressourcen runter, damit die sich regenerieren. Aber ich laufe am Tag trotzdem 2-3 Stunden voll mit den Ressourcen auf dem Free-to-Play, weil ich mich in der Arbeit nur auf mein Main einlogge. Ich kann in der Arbeit einfach nicht so viel zocken. Das ist halt einfach so. Ist immer noch Arbeit, deswegen. Aber ich kann wenigstens auf dem Main ein bisschen was runterhauen. Und deswegen, ja, mache ich es auf dem Free-to-Play, soweit es geht. Aber für 17 Tage trotzdem eine nice Leistung, muss ich sagen. Kampagne normal, schwer und brutal ist durch mit den Sternen, mit allem. Wir farmen eigentlich schon gute Stages in den Dungeons. Wir haben die Mine komplett, wir haben die Masteries komplett, wir machen Clambos guten Progress. Wir haben im Doom Tower die ersten paar Stages geschafft, was natürlich schon richtig, richtig crazy ist. Man kriegt ihn ab Level 40 und ich habe eigentlich kurze Zeit später im Doom Tower schon die erste Stage geschafft. Und jetzt, 2 Tage später, habe ich schon die zweite Stage geschafft. Na, wenn ich jetzt weiter Dragon farm, werde ich auch Level up, also bekomme ich auch nochmal Energie. Es könnte sogar sein, dass ich ein Drachen-Event heute fertig mache. Ich habe noch Energie vom von dem Artefakt-Event. Da sind auch noch, glaube ich, 200 oder sowas. Also es könnte gut möglich sein, dass ich es heute sogar fertig mache. Das wäre ganz cool, weil dann mache ich Artefakt fertig, Drache fertig und vielleicht ist der Dungeon-Taucher dann auch fast fertig. Und wenn nicht, der Dungeon-Taucher dauert ja eh noch, wie lange dauert der? 2 Tage, 18, genau. Und am selben Tag, wo der Drache endet, fängt ja ein neues Event an. Ich glaube, es war Eisgolem, wenn ich mich nicht täusche, oder Feuerritter. Ich glaube Feuerritter, weiß nicht genau. Müssen wir den Plan gucken, den verlinke ich aber übrigens auch unten. Ja, das war erstmal soweit, wie gesagt, ich hoffe, es gefällt euch, ich hoffe, die Serie gefällt euch immer noch. Sorry, dass ich damit jetzt ein paar Tage hinterher hänge, ne? Jetzt habe ich 6 Tage auf einmal gemacht, aber ja, Wochenende, Arbeit, alles mögliche. Ich schaue wirklich, dass ich jetzt in einer so 3-4 Tage Frequenz mache. Ja, bin ja vielleicht auch am Beruf wechseln, aber dazu alles im Stream, Freitag dann. Double Sacred Event, kommt vorbei, meldet euch mit an. Wir haben zum Teil Accounts mit 30 Sacred Charts dabei, also yo, wird wieder crazy. Der Lude ist am Start, deswegen schaut vorbei, wird mega nice und dann sehen wir uns bis dahin. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche, ich bin euer Alien, peace.